Es gibt jetzt einen neuen Konkurrenten für Sims 4 und Sims 5 und das ist Vivaland mit einem Multiplayer-Ansatz. Hinter dem Indie-Entwickler High Five Interactive steckt der Creator vom Sims 4 Multiplayer-Mod und man könnte dann so sagen, ja, er hatte einfach keine Lust mehr, dass Sims 4 nur ein Singleplayer ist und hat jetzt eine eigene Lebenssimulation gestaltet, Vivaland. Mit Vivaland könnt ihr mit bis zu 8 Leuten online gemeinsam spielen in einer Welt, das ist bisher noch nicht die offene Spielwelt, und zusammen bauen, aber auch interagieren. Es gibt eine Demo auf Steam, die ich runtergeladen habe und ich werde euch ein bisschen was zu Vivaland erzählen, während wir schauen, wie ich baue und das ist, Fun Fact, nicht gut. Ha! Nur nochmal zum Verständnis halber, es ist eine Demo vom Baumodus, aber die Lebenssimulation wird natürlich auch alles andere beinhalten. Am Anfang sehen wir die Karte und ich finde, die ist schon sehr schön gestaltet. Es sind bisher nur 8 Lots. Die Demo-Version ist sehr limitierend natürlich und es soll noch mehr sein, aber was schon gesagt wurde, es soll keine offene Spielwelt sein, weil das Problem ist, das Spiel würde dann von einem Spieler gehostet werden. Heißt, wenn es dann so ist, dass es eine offene Spielwelt ist und dann sind da, keine Ahnung was, 50 Leute dann unterwegs, wenn der erste Spieler, der das quasi hostet, offline geht, würden alle anderen auch offline gehen. Mal gucken, ob es da trotzdem noch eine Alternative ist, weil ich würde es eigentlich ganz interessant finden für Streamer oder größere Communities, die dann so zusammenspielen könnten, aber we will see. Es ist nämlich kein MMORPG, sondern es soll immer noch eine Lebenssimulation eher im Koop-Gedanken sein. Wir sehen hier den Baumodus, der ist natürlich sehr inspiriert, finde ich, durch Sims. Er ist ein bisschen hakelig. Natürlich ist es noch eine Demo, trotzdem ist es sehr einfach zu verstehen. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, auch wenn meine Kreation auf jeden Fall nicht gut sein wird. Ich hatte Probleme, die Objekte größer und kleiner zu machen, aber es kann auch einfach nur an mir liegen. Zusätzlich, was ich auch interessant finde, es gibt Trampelpfade, aber die sprayt man nicht. Das ist so eine gerade Linie, die man zieht. Ich bin nicht wirklich damit klargekommen, aber ich habe nach 1,5 Stunden auch einfach mal ausprobiert, was man da machen kann. Ich denke, ihr da draußen könnt auf jeden Fall besser bauen als ich, aber das ist mal eine große Vermutung nur. Es gibt in der Demo auch schon die runden Wände, die man setzen kann. Da könnt ihr aber keine Fenster oder Türen setzen. Aber ich finde es zumindest schon mal gut, dass es runde Wände gibt. Zusätzlich, während ich da weiterbaue, würde ich einfach nochmal in die Fakten reingehen. Das Spiel ist seit 2022 in Entwicklung und soll dieses Jahr im Early Access erscheinen in Q3. In Full Game Release, was das bedeutet, steht noch nicht fest. Das ist noch nicht angekündigt worden. Wichtig finde ich zumindest, dass schon gesagt wurde, dass der Baumodus der wichtigste oder mitwichtigste Modus in Vivaland sein wird. Was ich interessant finde, denn ich finde, eine Lebenssimulation sollte eigentlich das Leben auch ein bisschen mehr im Fokus stellen, weil ansonsten ist es ja eine Bausimulation, versteht ihr? Deswegen bin ich interessiert, wie dann wirklich auch der Lebenspart sein wird, aber das ist alles noch sehr, sehr früh, deswegen mache ich mir da noch nicht zu viele Gedanken. Ich finde aber das Wording sehr interessant auf der Steam-Page, dass das als wichtigster mit Modi genannt wird. Aber auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass der Baumodus sehr, sehr gut ist. Auch natürlich sehr limitierend. Es sind noch nicht so viele verschiedene Arten von Möbelstücken da, auch wenn beispielsweise der Entwickler ein bisschen etwas anderes suggeriert auf seiner Presseseite. Da sehen wir auch verschiedene Stile wie Gothic und andere Sachen. Es soll über 830 Items geben für Möbelstücke beispielsweise. Wir können mit dem Farbrad alles Mögliche einstellen. Nicht alle möglichen Details, aber beispielsweise so die Toilettenschüsse beispielsweise finde ich auch so richtig coole Details. Es gibt von Anfang an Waschmaschinen und Trockner da. Ihr müsst also nicht 10 Euro, Waschjacke zu, habe ich 10 Euro ausgeben dafür. Generell muss ich sagen, es sieht schon sehr gut aus. Mir macht es nur ein bisschen Sorgen, wie limitierend die entsprechenden Stile sind und wie das Monetarisierungssystem dahinter ist, weil das ist noch nicht bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall da Microtransactions sein werden. Aber wie gesagt, das ist nur eine Mutmaßung, denn der Entwickler
den kennen wir nicht, das ist halt ein neuer Entwickler und zusätzlich ist es auch noch so, dass der Publisher dahinter ist, ein Indie-Publisher ist und bisher auch keine sehr, sehr großen Hits jetzt rausgebracht hat. Heißt, wir haben da einfach keinen Ansatzpunkt, wo wir wissen, wohin geht die Reise. Aber an sich macht das Bauen auf jeden Fall Spaß. Ich habe das alleine gemacht. Ihr könnt das beispielsweise auch schon mit Freunden zusammen machen, dass ihr zusammen baut, wenn euch das gefällt. Ich finde als Koop-Gedanken das zwar cute, und ich kann mir das vorstellen, wenn man in einer großen Community zusammen ist, dass man sagt, du bist jetzt beispielsweise für das Bad zuständig und ich mache das Schlafzimmer und dann gestaltet man das so, wie man das vielleicht möchte und dann guckt man einfach mal, wie die Sachen gestaltet sind. Und ich kann mir da schon witzige Häuser vorstellen, ich weiß aber nicht, inwiefern das ja, sich durchsetzt, aber ich bin aber auch nicht jemand, der so viel mit Koop zu tun hat, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, Multiplayer ist cute, aber ich glaube, ich würde das alleine spielen eher. Und das geht übrigens auch. Also alleine spielen könnt ihr auch Vivaland und die Charaktere, die dort übrigens zu sehen sind, sind Vivas. Also noch eine neue Leute und ein neuer Name dafür. Irgendwann komme ich komplett durcheinander mit den ganzen Bezeichnungen, muss ich euch sagen. Ansonsten, es kommt für PC raus, aber die Engine supportet auch Konsole. Heißt, es kann eben auch für Konsole kommen. Ich muss aber sagen, das Spiel oder die Demo ist jetzt schon sehr leistungsfressend, also sehr performance-lastig. Ich kann mir vorstellen, dass es Probleme hat mit alten Laptops. Also ich meine, ladet euch die Demo runter und sagt mal, wie das bei euch läuft. Ich kann mir aber vorstellen, so wie das aussieht und so realistisch wie das ist, dass ihr Probleme haben könntet mit älteren PCs. Auf Konsole soll das eventuell kommen, aber das ist eher erst was nach dem Early Access. Zusätzlich, Mods sind bisher noch nicht mit inkludiert worden. Das ist auch etwas, was eher nach Early Access in Angriff genommen wird. Wenn ihr euch entscheidet, mit einem anderen Spieler zusammenzuspielen, könnt ihr dann auch gemeinsam ein Save haben. Und wenn der andere Spieler, der das quasi hostet, offline ist, kann man das weiterspielen, also quasi euren Speicherstand weiterspielen. Aber ihr könnt den anderen Spieler nicht besuchen, der muss dafür online sein. Momentan gibt es keine Community-Lots, heißt die Häuser sind die einzigen Lots, die da sind, aber das soll eben auch noch entsprechend kommen. Zur Lebenssimulation selbst, bisher zum Early Access wird es nur die Erwachsenen-Stage geben. Weitere Lebensstages wie Kinder, Senioren und so weiter sollen dann auch noch integriert werden. Es soll bisher im Early Access keine Tiere geben. Und eine weitere Sache, die ich interessant fand, ist das Rating. Also das Altersrating, was sie so anstreben, ist for everyone, also wie Sims 4. Das bedeutet, dass es sehr kinderfreundlich sein wird. Es soll trotzdem noch irgendwie was für Erwachsene dann existieren. Also bitte bereitet euch darauf vor, dass es nicht wie bei Sims 2 ist, dass die Leute dann bei eurem Techtelmechtel applaudieren, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid. Das wird es wahrscheinlich nie wieder geben und ich bin auch ein bisschen sad darüber, aber naja, ist okay, ist okay. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal mein dolles Haus an, was ihr in der Zwischenzeit und während ich hier gebrabbelt habe, gesehen habe, wie ich das gebaut habe. Also man muss dazu sagen, das Dach ist wieder richtig geil. Also, dass ich das wieder nicht hinkriege, ist interessant. Generell, was auch cute ist, dass es Autos gibt und Fahrräder, aber inwiefern man die nutzen kann, ja, werden wir sehen. Generell habe ich ja so gebaut, wie ich das so interessant fand. Natürlich ist es jetzt alles ein bisschen noch leer, weil ich dachte, so nach anderthalb Stunden muss ich auch irgendwann mal aufhören. Ich hatte aber auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich finde es sehr cute, wie realistisch das ist. Es ist halt auch mein Stil. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr beispielsweise Landhaus und so weiter mögt, also eher sowas, dörflicheres, beziehungsweise ländlicheres, dörflicheres, dass das dann natürlich nichts für euch ist. Was mir aber auffällt, was ich hier auf jeden Fall gleich noch zeigen werde, ist den Detailgrad. Also hier bei den Teppichen fällt euch auch auf oder kann euch auffallen, dass die sehr geruffelt sind, also dass sie wie zusammengezogen sind. Und das sind sehr viele. Die Entwickler haben schon gesagt, dass sie daran arbeiten werden, dass nicht jeder Teppich dann so aussieht, als ob der zusammen so gewürfelt ist. Heißt, das finde ich aber interessant, wie hoch der Detailgrad ist. Deswegen habe ich auch gesagt, die Performance ist schon sehr, sehr krass von diesem Spiel. Und zusätzlich, was mir aufgefallen ist, wenn ihr mal die Möbelstücke anschaut,
dann ist das alles sehr, sehr glänzend. Was natürlich zu dem Schwarzen beispielsweise gerade passt, aber wenn ich das Sofa hier anschaue, es ist realistisch, aber sehr glänzend. Also ich kann mir vorstellen, es passt halt gerade zu diesen Stilen, die sie uns zur Auswahl gegeben haben. Ich bin aber gespannt, wie dann die anderen Objekte aussehen werden, die dann auch andere Stile verfolgen. Es ist bisher schon echt breit für eine kleine Demo, muss man sagen, aber ich bin gespannt, wie viel da noch wirklich kommen wird. Aber von dem, was wir sehen, von einer Demo her, von einem Indie-Entwickler, ist das schon wirklich krass. Also klar, es ist manchmal, finde ich, die Grafik ist jetzt nicht die krass beste. Ich würde die als Mischung zwischen Sims 4 und Life by You beschreiben. Life by You geht nochmal noch mehr realistischer. Das versucht noch ein bisschen comic-y mehr zu sein, wenn ihr versteht so ein bisschen, was ich damit meine. Aber ich bin gespannt. Für mich ist Vivaland ein Spiel, was ich noch nicht komplett einordnen kann, muss ich euch sagen. Der Baumodus ist super, ja. Aber für mich geht eine Lebenssimulation halt schon eher um das Leben an sich. Der Baumodus muss super sein. Trotzdem, das Leben macht halt das aus. Und wenn ich mir ein Koop-Spiel in der Lebenssimulation vorstelle, möchte ich ja auch mit denen entsprechend leben. Und wisst ihr? Deswegen, ich weiß es noch nicht ganz genau, was ich dazu im Endeffekt sage, aber ich behalte Vivaland im Auge. Und wenn ihr auch Bock drauf habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, denn wenn es dann mal zum Early Access kommt in diesem Jahr, bin ich natürlich dann auch auf jeden Fall auf der Suche nach Leuten, die Bock haben, das mit mir zu testen. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock, dann können wir auf jeden Fall schon uns zusammentun, also in die Kommentare, auf Discord und so weiter. Dann können wir das mal ins Auge fassen, wenn das Spiel mal kommt, vielleicht einen eigenen Speicherstand mal zu haben und dann gemeinsam zu bauen, zu spielen. Und dann haben wir auch ein paar mehr Eindrücke als nur meine brabbelnde Meinung dazu. Brabbelnde Meinung. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich nehme das Video sehr früh auf für meine Verhältnisse. Also es ist noch am Vormittag. Deswegen darf ich auch Nonsens reden. Also gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was sagt ihr zu Vivaland? Seid ihr gespannt? Oder sagt ihr, nee, Koops, sagt mir gar nichts zu. Ich bin gespannt auf eure Meinung, also lasst sie gerne da. Lasst mir auch ein Follow da und ihr wisst schon alles, ihr wisst schon alles. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!